Tja, nun ist es soweit. Ich wollte schon seit einiger Zeit ein populärwissenschaftliches Mathebuch schreiben. Das habe ich jetzt endlich gemacht und hier sehen Sie das Cover. Das Buch sollte aber auch anders werden als die typischen Bücher aus diesem Genre. Ob es das wirklich ist, müssen im Endeffekt die Leserinnen und Leser entscheiden. Ich will aber in diesem Video zumindest erklären, was ich vorhatte. Vorweg erstmal ein paar Zahlen. Im Vergleich zu meinem 1000-Seiten-Wälzer Konkrete Mathematik ist dieses neue Buch nur ein Büchlein mit etwa 270 Seiten. Es hat auch ein kleineres Format und fühlt sich dadurch eher wie ein Roman an als wie ein Mathebuch. Das ist aber durchaus Absicht. Mit knapp 25 Euro für die Papierversion ist es leider nicht ganz billig, aber daran kann ich nichts ändern. Immerhin bekommen Sie für den Preis ein Hardcover und kein wabbeliges Taschenbuch. Das fertig gesetzte und im Prinzip druckfertige Manuskript habe ich im November 2020 abgegeben und seitdem warte ich darauf, dass der Verlag es hinbekommt, dass das Buch auch wirklich erscheint. Nachdem der prognostizierte Termin zwischendurch mal bei Mitte Mai lag, ist es nun auf einmal erschienen. Zumindest das E-Book ist definitiv schon da und wenn nicht mal wieder etwas schiefgelaufen ist, dann sollte auch die gedruckte Version in den nächsten Tagen in den Läden sein. Es könnte außerdem sein, dass Sie das Buch als E-Book kostenlos über Ihre Universitätsbibliothek herunterladen können. Siehe dazu den eingeblendeten Link. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann wollte ich eigentlich gar keine E-Book-Version, weil ich mir vorstelle, dass man sich mit dem Buch in einen Sessel setzt, es von vorne bis hinten durchliest und es sich dabei auch wie ein richtiges Buch anfühlt. Aber ich habe mich vom Verlag überreden lassen und das E-Book hat immerhin den Vorteil, dass viele Menschen die Gelegenheit bekommen, das Buch vorab virtuell mal durchzublättern. Inwieweit ist mein Buch denn nun hoffentlich anders als andere Bücher? Um zu erklären, wie ich das meine, habe ich hier mal zwei sehr erfolgreiche populärwissenschaftliche Mathebücher abgebildet. Eines von Simon Singh über den großen Satz von Fermat und eines von Marcus de Sautoir über die Riemannsche Vermutung. Um das gleich klarzustellen, das sind beides tolle Autoren und ich habe die beiden Bücher mit großem Vergnügen gelesen. Allerdings bestehen solche Bücher in erster Linie aus historischen Informationen. Es wird, oft sehr unterhaltsam, erzählt, woher eine große Frage kommt und wie dann manchmal über Jahrhunderte an deren Lösung gearbeitet wurde. Und man erfährt viel über die beteiligten Personen, häufig auch in Form von Anekdoten, die zeigen, was für interessante Menschen das teilweise waren. Gute Autoren wie diese beiden finden manchmal auch schöne Analogien, anhand derer die wesentlichen Ideen hinter der Mathematik auch Laien nahegebracht werden können. Aber selten findet in solchen Büchern wirklich Mathematik statt. Gedanken werden nicht so weit entwickelt, dass die Leser wirklich mitdenken und mitarbeiten müssen und sie erfahren dadurch auch nicht, was es wirklich bedeutet, Mathematik zu betreiben. Vielleicht hatten die Autoren Angst, ihre Leser zu überfordern. Vielleicht hat auch der Verlag davon abgeraten. Es gibt beispielsweise die Legende, dass der Lektor Stephen Hawking gesagt haben soll, jede Formel in einem Buch halbiere die Anzahl der potenziellen Käufer. Und da ist ja auch was dran. Viele Menschen scheuen die mathematische Fachsprache wie der Teufel das Weihwasser. Ich fasse mir da gerne auch an die eigene Nase. In meinen meistgesehenen Videos, den Weihnachtsvorlesungen, erzähle ich auch viele Anekdoten und zeige vergleichsweise wenig richtige Mathematik. Es gibt aber noch eine andere Sorte von Büchern über Mathematik, die man auch als populärwissenschaftlich bezeichnen könnte, weil sie auf jeden Fall keine klassischen Lehrbücher sind und sich auch nicht an Fachleute richten. Auch hier habe ich zwei Beispiele herausgegriffen, die ich beide selbst sehr schätze, damit nicht der Verdacht aufkommt, ich würde mich auf Kosten anderer profilieren wollen. Das erste Buch ist ein Klassiker, der inzwischen 80 Jahre alt ist und immer noch aufgelegt wird. Das zweite Buch ist im Vergleich dazu noch recht jung. Es wurde vor etwa 10 Jahren erstmals veröffentlicht. Ich befürchte, dass diese Bücher nur einen sehr kleinen Personenkreis wirklich ansprechen. Zunächst mal sehen sie aus wie typische Mathebücher, wenn man sie in der Buchhandlung aufschlägt. Dicht bedruckte Seiten, viele Formeln und die klassischen beschrifteten Grafiken, die man aus der Schule zu kennen glaubt. Und während die Beispiele von der vorherigen Folie für meinen Geschmack eher zu viel drumherum in Form von Histörchen und Anekdoten bieten, fehlt das hier mehr oder weniger ganz. Es sind doch vergleichsweise trockene Bücher und die Unterhaltung findet der geneigte Leser nur in der Mathematik selbst. Außerdem setzen beide Bücher zwar formal keine großen Vorkenntnisse voraus, erfordern beim Leser aber doch von Anfang an ein gehöriges Abstraktionsvermögen und auch gute Ausdauer. Beide sind über 400 gehaltvolle Seiten dick. Ich glaube, das sind hervorragende Bücher, aber in erster Linie für Menschen, die entweder schon mit dem Studium der Mathematik angefangen haben oder die zumindest kurz davor stehen und im gewissen Sinne schon angefixt sind. Was soll denn an meinem Buch nun anders sein?
Zuallererst gibt es in dem Buch natürlich Anekdoten und historische Hintergründe. Wenn Sie meine Videos kennen, dann wissen Sie, dass ich immer gerne ein paar solche Abschweifungen in meine Vorlesung einbaue. Und im Buch ist das auch so. Sogar ein paar philosophische Denkanregungen habe ich eingestreut, weil in der Mathematik durchaus nicht alles klar ist, sondern es viele grundlegende Dinge gibt, die sich erst mühsam entwickeln mussten oder über die man geteilter Meinung sein kann. Dadurch sehen zumindest Teile des Buches, wie dieses hier, so aus wie Belletristik. Keine Formeln, keine Grafiken, nur Text. Aber das ist nicht der wesentliche Inhalt. Es gibt nämlich einen roten Faden, der sich durch das Buch zieht. Es erzählt eine Art mathematische Geschichte und als Happy End gibt es dann ein Ergebnis, das man sich komplett selbst erarbeitet hat, wenn man mitdenkt. Ich möchte erreichen, dass man die Fragen, um die es im Buch geht, selbst beantworten kann oder dass man die Antworten zumindest komplett versteht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Nachdenken über mathematische Fragen Spaß macht und möchte das vermitteln. Das ist sogar das Hauptziel des Buches und darum gibt es auch immer wieder richtige Mathematik, eingestreute Fragen und auch ein paar Formeln. Allerdings versuche ich dabei, möglichst konkret zu bleiben. Auch diesen Stil kennen Sie, wenn Sie Videos von mir gesehen haben. Im Zweifelsfall gibt es eher ein instruktives Beispiel statt einer abstrakten Verallgemeinerung. Und auch das haben Sie bei mir schon gesehen, auf Visualisierung wird natürlich nicht verzichtet. Es gibt über 100 Grafiken, die allerdings meistens nicht so aussehen, wie man es von typischen Mathebüchern gewohnt ist. Überhaupt habe ich mir viel Mühe gegeben, damit das Buch im Vergleich zu klassischen Mathebüchern schön aussieht, obwohl das immer Geschmackssache ist. Der Verlag fügt an jedem Kapitelanfang einen äußerst hässlichen und völlig unnötigen Copyright-Vermerk ein. Daran konnte ich leider nichts ändern, aber den gesamten Rest habe ich selbst gestaltet und ich hoffe, er gefällt Ihnen. Netterweise haben sich ein paar Leute bereit erklärt, das Buch zu lesen, bevor ich das Manuskript abgab. Dafür an dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank, weil dadurch viele wertvolle Anregungen in das Buch eingeflossen sind. Das Feedback meiner Probeleser hat mich auch dahingehend bestätigt, dass ich mit dem Buch wohl nicht völlig falsch liege. Insbesondere gehörten zu meinen Helfern auch zwei, die nicht vom Fach sind und die daher die intendierte Leserschaft wohl ganz gut repräsentieren. Die eine sagte sinngemäß, dass man sich zwar manchmal anstrengen müsse, dass aber im Endeffekt alles gut zu verstehen sei. Und der andere sagte, die Lektüre habe ihm großes Vergnügen bereitet, obwohl er einige der anspruchsvolleren Stellen übersprungen habe. Ich hoffe, dass möglichst alle Leser sich irgendwo innerhalb dieses Spektrums wiederfinden werden. Und vielleicht gehören Sie ja auch dazu oder kennen jemanden, für die oder den so ein Buch genau richtig wäre. Das würde mich jedenfalls freuen.